Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt September und der erste Gartenrundgang samt Sperrmüllschätzen ist dran. Haben einige Sachen wieder in meinen Garten gefunden. Tatsächlich nicht alles vom Sperrmüll, aber auf jeden Fall alles zeigenswert. Des Weiteren gibt es im Garten auch einiges zu zeigen und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Ich lege jetzt los. Hinter mir konntet ihr gerade schon sehen, die Sonnenblumen, sie gehen ab und sie sind ziemlich groß geworden. Also wenn ihr mal guckt, hat mich definitiv überwachsen. Und sie sehen wunderschön aus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal nachzumulchen und hier links Unkraut frei zu machen. Wobei das Unkraut Quieke natürlich volle Kanne wieder durchkommt. Nichtsdestotrotz auch hier alles voll Sonnenblumen. Es sind auf jeden Fall über 30 Stück offen, was für mich fürs Gesamtbild einfach nur echt herrlich ist. Die fette Henne kriegt auch Farbe. Richtig schön. Guckt euch das an. So kann das aussehen, wenn man den Salat in Ruhe lässt. Des Weiteren hat sich beim Kielhohlbeet einiges getan. Befüllt mit Sachen, alles was da so hingehörte. Habe auch eine Mauer gezogen, allerdings werde ich die komplett wieder abreißen. Gefällt mir nicht, ist nicht stabil genug. Ihr könnt das auch mal sehen, ich laufe mal drauf rum. Wer übrigens die Folgen verpasst hat, ich habe da schon zwei habe ich dazu gedreht. Ich verlinke euch das mal oben rechts. Die Mauer hier ist eingestürzt, zu viel Druck, da muss ich mir was überlegen. Vielleicht von außen nochmal mit Stöckern oder so. Aber es nimmt langsam Form an, aber mehr will ich hier nicht verraten, das kommt dann in den Keyhole-Folgen. Vorteil von dieser Geschichte, die ich hier angefangen habe, das ist quasi ein selbstdüngendes Beet. Das Einzige, was ihr machen müsst, in dem Bereich Kompost rein und die Beete drumherum oder alles, was drumherum liegt, holt sich dann die Energie aus der Mitte. Das ist einfach ein mega geiles Prinzip. Und ich war fleißig beim letzten Gemeinschaftstag. Ich kümmere mich ja hier um den Zaun, habe angefangen schon beim Einmal und habe jetzt ein bisschen weitergemacht hier. Ein Zaunstück habe ich fertig. Für den Rest fehlte mir leider das Werkzeug, weil ich da hinten will ich noch was festmachen. Und da muss ich einen Stein bohren, auch wenn da schon Löcher sind. Ich will das dann ordentlich haben, auch geglättet. Ja, und dann werde ich das ganze Stück hier schier machen. Ich mag keinen Maschendrahtzaun, ist nicht mein Fall. Deswegen tausche ich jetzt hier nach und nach aus. Verpflichtet bin ich für die Seite. Also, wenn man aufs Grundstück guckt, ist es immer die rechte Seite. Und die Seite ist schier, wenn auch noch nicht mein Fall, aber warum sollte ich das abreißen, macht ja gerade keinen Sinn. Ja, und dann habe ich hier nochmal das Teil hingelegt, es musste weg vom Keyhole-Beet. Hier hatte ich vor, irgendwie noch eine Bank zu bauen. Der Mais kommt richtig gut. Guckt euch diesen Apparat an. Also ich habe große Hände, wirklich große Hände. Und das Ding, 40 cm hat das dann doch schon. Und das Teil wird noch wachsen, weil das fühlt sich noch recht weich an. Im Gegensatz zu dem, das ist schon fest. Da ist auch noch ein bisschen weicher und kleiner. Vielleicht kommt da aber auch nichts mehr. Das macht auf jeden Fall so einen Eindruck. Der sonnt sich hier. Okay, weiter geht's. Auch hier überall noch Tomaten dran. Und gestern habe ich mit meiner Herzdame hier das erste Hügelbeet platt gemacht. Da waren ja ein paar kleine Pflanzen, die nicht richtig was geworden sind. Und da hatte ich ausgebuddelt und im Wok-Video diese Kartoffeln verwertet. Da ist nichts weggeschmissen worden oder so. Und den Rest haben wir dann halt gestern rausgeholt und da ist richtig was bei rumgekommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das funktioniert, vertreibt auch Unkraut, richtig toll. Also das auf die Art werde ich das wieder machen, denke ich. Auf der entgegengesetzten Seite ist auf jeden Fall alles noch schön am Wachsen, grün. Und mal von außen gesehen, Weide steckt ja hier drin. Kann ich noch nichts weiter zu sagen, wie das wächst oder so. Allerdings, übrigens ist mir hier ein Topinambur umgeknickt. Und im Nachhinein konnte ich mich daran erinnern, dass er vielleicht nicht genug Flüssigkeit gekriegt hat. Und damit mir das mit den Dingern hier nicht auch passiert, habe ich mal für morgen Regen angemeldet. Und der kriegt auf jeden Fall Regen. Krass, wie viele Wurzeln hier rausgucken. Okay, kriegt auf jeden Fall alles richtig schön Regen. Die nächsten Tage, 3, 4, 5 Tage wird es Regen geben. Gut, ihr wollt sicherlich mal die ersten Sperrmüllschätze sehen, oder beziehungsweise das, was in meinem Garten gefunden hat. Zum einen gibt es da einmal dieses schöne Teil. Das habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Ich fand das richtig cool. So sieht das Teil aus. Richtig genial. Mal gucken.
da lässt sich was draus machen und das ist echt groß. Ja, also ich habe schon einen großen Rucksack. Ja, kriege das jetzt auf? Ach, es ist sogar offen. Und hat hier sogar eine schöne Klappe. Ja, da mal gucken, was das wird. Vielleicht kommt da eine große Kerze rein. Oder es soll ja auch nicht abfackeln. Da muss ich gucken, was so passt. Oder ich mache dann noch was ganz anderes draus. Aber ich mag das sogar auch mit dem Rost hier oben. Ein bisschen, das will ich jetzt hier noch abnehmen oder vielleicht teilweise noch lassen. Ich habe hier die meisten kranken Blätter. Hier kann schon wieder was abgenommen. Und ich werde das auch weiterverfolgen, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Ansonsten habe ich hier alles ausgedünnt. Bestimmt einen gewissen Wachstumsstopp herbeigeführt, beziehungsweise eine Pause. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Vielleicht kommt da noch was diesen Monat. Auf jeden Fall wächst hier blütenmäßig was. Blüte, da kommt auch einiges zwischendurch und die Blätter werden auch wieder größer, die da auf jeden Fall noch gesund waren. Gut, ich gehe jetzt nach hinten und oh, der Johannisbeerbaum, der wird hier schon ganz welk. Guck mal, herbstlich. Aber da wollte ich nicht hin und zwar wollte ich hier hin. Ich habe nämlich von einer Nachbarin hier aus der Kolonie habe ich schon wieder einen Angriff. Also die Wespen sind echt krass die letzte Zeit. Das ist echt übel und ich habe so viel im Garten aufgrund der Äpfel auch und natürlich der Sonnenblumen und Co. Lockt bestimmt auch schön an. Aber übrigens, Wespen fressen auch Fleisch. Also die haben ja, für den Igel habe ich ja Katzenfutter hingetan und das Fleisch haben sie mir weggefressen. Das war echt krass. Na gut, egal. Zurück zur Thematik Sperrmüllschätze. Das ist kein Sperrmüllschatz. Wie gesagt, von jemandem aus der Kolonie bekommen. Steht gerade vor mir. Und zwar habe ich zwei Liegen bekommen. Das sind sie. So sehen die aus. Optisch natürlich überhaupt nicht mein Fall. Die kann man komplett auseinanderklappen. Ich interessiere mich hauptsächlich für die Geschichte darunter. Sprich, das Gestell, das lässt sich alles schön hinstellen. Ihr könnt das sehen. Hier ausklappen, hinten ausklappen. Und entweder beziehe ich das neu, vielleicht mache ich auch was mit Holz, mal gucken, aber das Gestell war für mich ganz wichtig. Dann habe ich witzigerweise noch den passenden Deckel hier für die Tonne gefunden. Die Tonne habe ich ja hier auch im Garten gefunden. Und jetzt kann ich das richtig benutzen. Was ist noch passiert? Hier ganz viel auf der Ecke. Warum ist hier die Plane drauf? Warum liegt da Erde? Ja, zum Beschweren könnte man meinen. Letztendlich ist es auch so, dass es diesen Effekt hat. Aber ich war hier ganz fleißig mit dem Sven, der hat mir geholfen. Und zwar ist ja mein Dach kaputt, ihr seht das, da ist das ein bisschen eingedrückt. Vielleicht erkennt man das so besser. Da muss ich natürlich bei, von der anderen Seite, beziehungsweise von unten ist das natürlich richtig abgestürzt mit so einem Stahlabstürzdingens. Und wenn man mal guckt, richtig morsch, also da muss ich bei. Also nächstes Jahr spätestens muss das Dach neu sein. Ich habe natürlich ambitioniertere Ziele. Ja, bei dem Geschichtchen hier übrigens, das ist leider kaputt gegangen. Es war wohl zu heiß. Da ist nichts mehr an, was ist da drin, Quecksilber oder so? Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht mehr gekriegt, sondern erst gestern gesehen. Da ist noch so eine Anzeige mit Quecksilber, da könnt ihr mal gucken. Da so ein bisschen scheint das, aber wir haben keine 7, 8 Grad, das haut nicht hin. Normal ist da ja so eine blaue Flüssigkeit mehr mit drin und die ist halt echt nicht mehr vorhanden. Ja, funktioniert nicht, schade, aber optisch sieht das Teil immer noch geil aus. Und erinnert letztendlich hier auch an die Anfangszeit nachher. Dann wird bei mir ja richtig fleißig kommentiert immer und ein super Tipp war das mit dem Wasser. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Könnt ihr das sehen? Also lang ist es nicht her, eine Woche, anderthalb, zwei maximal. Ich kann das gerade nicht so schätzen. Überall kommen Wurzeln, mega, mega gut. Das freut mich richtig sehr. Auch auf diese Art und Weise Erfahrung zu sammeln. Bei den anderen Weiden mache ich mir trotzdem keine Sorgen. Da kommen noch Wurzeln. Ach, guck mal, wie schön groß das geworden ist. Echt der Hammer. Hat auch echt einen Schub nochmal letzte Zeit gekriegt. Bin noch echt überrascht, weil es war eigentlich vor kurzem nicht ganz so hoch. Ja, was die Natur so alles macht, ne? Ich finde das echt Bombe. Bei den Tomaten habe ich natürlich ein bisschen abgekappt, weil ich möchte, dass das hier alles noch reif wird. Mein Vater ist da sehr optimistisch gewesen, dass man diesen Monat wohl noch irgendwie ernten kann. Ich denke, das sollte hinhauen mit allem, was ich hier noch so hängen habe, so an kleinen auch, die sich noch gebildet haben. Wenn das wirklich so weit kommt. Im Moment sieht das Wetter ja noch gut aus. Ich habe Hoffnung, kann da durchaus recht mit haben. Aber das zeigt dann halt die Zukunft. Der Rest ist spekulativ. Hier hängen auch überall noch welche zwischen. Ja. Und das ist ein Oschi. Richtiger Bomber. Aber noch nicht reif. Ist noch nicht dran. Wer es noch nicht entdeckt hat, Gurke habe ich weggerissen. Machte Sinn.
Gut, ich bin jetzt im Keller und zwar hat Holz von mir gefunden. Ich wurde angesprochen, ob ich was haben möchte. Da kommt übrigens auch noch mehr Steine und ich kriege sogar eine Holzhütte, eine tolle. Das dann aber alles, wenn es dran ist. Jetzt muss das erstmal reichen. Da sind noch größere Bretter. Das gehört irgendwie zu Regalen und ich werde das wahrscheinlich wieder zweckentfremden. Dann haben wir noch Kisten zu mir gefunden, haben meine Eltern mir vorbeigebracht. Auch toll, super. Freue ich mich auch megamäßig. Hier übrigens zu dem abgestützten. Ah, da habe ich mir Mühe gegeben, dass das alles dann nicht einbricht. Ja, ist trotzdem noch mega stabil und ja, das werde ich ja alles abreißen, wie angekündigt. Naja, ich habe demnächst noch was vor und mal gucken, wie weit wir dieses Jahr kommen. Gut, dann hat hier Voodoo-Schmuck in meinen Garten gefunden. Natürlich nicht. Das sind meine Anfänge. Hier, das habe ich dann nur reingehängt und das ist das Teil für den Korb, den ich machen wollte. Ich bin da noch nicht weitergekommen. Hier liegt auch die ganze Weide. Ich weiß nicht, ob sie jetzt kaputt geht dadurch. Wird sich zeigen. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich da irgendwann halt wieder beigehe. Also die Arbeit ist für mich nie umsonst. Ja, und rechts neben mir ist noch ein kleines Schlachtfeld. Haben wir einen Erdofen eingebaut. Der Sven und ich haben einen Wok eingebrannt. Hat ihn wieder zu Besuch. Er hatte Urlaub. Und der Wok war mal fällig. Ja, hat super gut funktioniert. Sind ja zwei Folgen entstanden. Und wer das verpasst hat, guckt mal oben rechts. Ich werde euch das mal verlinken. Lohnt sich zu gucken. Sind schöne Folgen geworden, finde ich. Und mit passender Musik und Lagerfeuer, beziehungsweise Lagerfeuerromantik, das ist doch immer schön. Gut. Ja, und warum sind hier solche Löcher? Wir wollten erst hier den Erdofen bauen, dann sind wir immer auf neuen Baumüll gestoßen. Also da sind Steine, Platten, Schienen, alles Mögliche ist da unten drin. Da bin ich echt gespannt, was noch auf mich wartet. Das sollte ja generell tiefer. Aber habe jetzt nicht erwartet, dass da noch so viel liegt. Also dass ich mal auf was stoße oder so, ja. Aber in dem Maße, naja, war ein bisschen zu toll. Genau, und die kleine Kiste, die hier liegt, die ist auch noch von meinen Eltern. Die kann ich gleich mal mitnehmen. Dann noch zu diesem Apfelbaum. Kam schon in den Genuss, ein paar zu snacken. Letztendlich, glaube ich, habe ich gestern meinen ersten ohne Wurm gefunden. Voll toll. Den ich dann essen konnte mit meiner Herzdame. Auch echt lecker gewesen. Haben wir uns geteilt. Ja, ein paar noch mitgenommen zum Entsaften. Also ich freue mich. Also hier, trotz der ganzen Würmer, ist es irgendwie immer toll, sich einen Apfel zu schnappen, ein bisschen was abzuschneiden. Das reicht dann so zwischendurch. Ist ein cooler Snack. Die werden noch ziemlich rot. Guck mal da oben. Richtig schön. So, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, euer Lars. Bis zum nächsten Mal.